Servus und habe dir willkommen beim Fuchs. Ich habe mit euch heute was vor und schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben mittlerweile den 2. September und ich habe ein paar Sachen wieder mal vorbereitet. Und zwar habe ich hier noch was zu essen. Ich bin aber ziemlich voll. Das Ganze ist jetzt ein Dinkelmus mit gestampften Cranberries. Hier drinnen dürfte eigentlich nichts mehr los sein. Ich habe hier ein paar Regale aufgebaut und habe auch schon die ganzen Töpfe durchgebrannt. Das sind jetzt die irdene Töpfe, gebrannter irdener Topf, also die ganzen Töpfe hier. Und ich möchte euch heute zeigen, wie man konserviert. Genau, dazu würde ich sagen, machen wir wieder so eine Schüssel mit Essen und zwar Dinkelmus mit gestampften Cranberries. Gut, den packen wir mal hier hoch. Wir zünden das Feuer mal ganz kurz an mit einem. Dann brennt es mal wieder. So, gut. Das sollte dann einfach mal brennen. Das ist jetzt wurscht. Ich hole uns mal ein bisschen was. Und zwar, ganz wichtig, hier sieht man eigentlich ganz schön die Zusammensetzung Grain and Fruit. In unserem Fall ist es nur noch 0,3 Portionen, also mit 480 Grain und 180 Fruit. Das heißt, es geht relativ gut. Es sind jetzt 660, die man damit hinkriegt an Leben. Natürlich ist es mit Gemüse noch ein bisschen mehr. Je nachdem, aber ich möchte es euch heute einfach mal zeigen. Dazu hole ich mir aus der Kiste hier einfach mal Dinkelkorn. Und zwar 2, 3, 4, 4 Stück. 4 Stück gehen in so einen Topf rein. Okay. So. Das würde ich jetzt einfach mal mitnehmen. Und weil es so schön war, gucken wir mal immer noch. Yep, hier haben wir auch nochmal 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ich brauche natürlich 8 Dinkelkorn und 8 Cranberries. 1, 2, 3, 4. So. Gut. Und dann gehen wir auch schon wieder hoch. Töpfe haben wir ja dabei. Und klatsch, oppala, und klatschen das hier alles mal rein. Und zwar so, 4 hier, 4 da, 1, 2, 3, 1 und zack. Und dann klopfen wir hier noch ein bisschen, 6 Stück dürften reichen. Und dann lassen wir das Ding einfach mal kochen. So, wir haben ja hier noch was zu essen. Während das hier jetzt kocht und auskühlt, wichtig ist dann, dass wir es noch warm verpacken. Könnten wir derweilen, es regnet ohne Ende, mal gucken, wie weit unsere Beete sind. Ich glaube nämlich, dass wir schon wieder fertig sind zum Ernten. Nee, noch nicht ganz. Das klopfen wir mal weg. Das können wir danach noch brauchen. Auch noch nicht fertig. Wie sieht es hier aus? Auch noch nicht fertig. Auch noch nicht fertig und auch noch nicht fertig. Also wie ihr seht, es wächst alles noch. Ich habe den Kohl dann auch schon geerntet. Den habe ich jetzt hier wieder eingesetzt. Jo, das läuft eigentlich ganz gemütlich dahin. Hier haben wir nichts mehr drin, soweit ich weiß. Nee, nur noch Erde. Gut. Das heißt, wir müssen hier leider noch warten. Es regnet aber auch ohne Ende. Also sieht auch so aus, als wenn es hier durchregnen würde. Wahrscheinlich tut es das auch. Es tropft hier von der Decke, weil das Holz natürlich auch irgendwann mal durchlässig ist. Vielleicht ist es so. Das weiß man aber nicht. Also ich weiß es nicht. Das heißt, das Haus könnte man dann oben dann noch erweitern. Nichtsdestotrotz, ich habe hier auch mal zugebaut, genauso wie hier. Ich habe mir nämlich überlegt, ich glaube, ich schaffe es nicht mehr vorm Winter, hier überall Fenster einzubauen, damit es warm bleibt.
Müssen wir da mal gucken. So, das hier ist fertig. Dann hauen wir jetzt die restlichen Dinger raus. Nehmen das hier mal vom Herd, also von der Feuerstelle, und klopfen das einfach mal hier hin, damit ihr seht, das Ding hier hat jetzt noch 200 Grad. Ich würde es jetzt abkühlen lassen. Hier sind genau vier Stück drin. 180 und 480 Stats. Genauso wie wir hier. Gut. Eigentlich relativ einfach. Man nimmt das Ganze und packt es hier rein. Mit Rechtsklick. Und dann ist es dort in diesem Topf. Dann hole ich uns aber noch Fett. Denn. Nö, da ist es nicht drin. Hier ist es drin. Ich habe mir ja durch diese Wölfe und ähnliches immer diese Fettklumpen mitgenommen. Und damit lässt sich dieser Topf verschließen. Das heißt, wir nehmen das, machen hier einmal, zack. Und gehen dann wieder zu unserem Topf. Der sollte mittlerweile langsam auskühlen. Genau, sobald der ausgekühlt ist, packen wir das da rein und dann können wir uns angucken, wie lange das dann auch haltbar ist. Wenn wir es, je nachdem, wo wir es halt hinstellen und so weiter und so fort. Ich zeige euch das jetzt dann mal. In der Zeit würde ich fast noch, ja, Knochenmehl machen. Genau. So. Einfach nur, damit wir da ein bisschen die Zeit herumkriegen. Mit dem Knochenmehl hier können wir auch düngen. Das können wir dann auch mal draußen machen. Das würde ich aber über den Winter laufen lassen, das Düngen. Das heißt, kurz vor dem ersten Schnee, wenn es den Schnee gibt, weil jetzt sind wir ja im Herbst angekommen, das heißt so ein bisschen in Brauntönen gehalten, würde ich fast hergehen und jetzt wartet mal, ist jetzt der schon, nee, der kocht noch, also der ist noch warm. Gut. Also er dampft zumindest noch. Gut, dann würde ich nämlich einfach mal das Ganze hier verpacken. Ah ja. So, jetzt weiter, weiter, weiter. Gut. Man sollte die Maus auch im Blick haben. Gut. Ich würde jetzt das dann mal gut sein lassen. Komm. Das heißt, das raus und das raus. Das hier wieder rein. Kann man dann düngen damit. Ach, der hat mir. Das ist auch interessant. Komm her, ich möchte jetzt das da nicht drin haben. So, gut. Jetzt sind wir hier bei 75 Grad. Frisch für 8,8 Tage. Wir merken uns das mal. Wir packen es jetzt hier rein und stellen den jetzt einfach mal hier hin. Frisch für 9,6 Tage. So, dann gehen wir her. Und jetzt passt auf, da kann man. Das hier ist verderblich. 4,4 Tage frisch. Wir packen jetzt das hier drauf. Dann ist es versiegelt. Und wir haben 37,2 Tage. Wenn wir es hier hinstellen, sind es 81 Tage. Aber jetzt haltet euch fest, wir können das stacken. Wir packen es hier rein und dann ist es für 75 Tage frisch. Und jetzt gehen wir in den Keller. Dann zeige ich euch mal, was dann möglich ist. Bei 75 Tage ist ja eigentlich noch nichts. Hier habe ich übrigens schon mal was gemacht. Und würde das jetzt einfach mal hier hinstellen. Dann sieht man, 1,3 Jahre ist es frisch. Und jetzt packen wir es noch hier mit dazu. Und jetzt ist es frisch für 1,3 Jahre. Also es macht dann keinen Unterschied mehr, ob es in einem in einer Kiste oder nur im Keller lagert. 1,3 Jahre, das kann man schon mal machen. Nichtsdestotrotz, hier haben wir noch was stehen. Das ist Dinkelmus mit Cranberries.
frisch für 13,5 Tage. Und das werden wir jetzt mal mitnehmen, denn wenn wir das hier hinstellen, das hier ist nämlich nicht versiegelt. Ganz wichtig, ist nicht versiegelt. Das werden wir jetzt noch machen. Und dann sollte das ewigst halten. Also das heißt, 1,3 Jahre ist schon eine lange Zeit. So. 18 Tage, 4,3 Tage. Wir nehmen jetzt das mal mit. Versiegeln es. Wir erinnern uns, 4,3 Tage danach. Wo ist denn mein Fett? Hier ist mein Fett. Wir nehmen uns wieder eins mit. Und gehen wieder in den Keller und dann versiegeln wir das Ding mal. Und dann gucken wir mal, was passiert. Also, es ist jetzt hier auf der Hand, ist es haltbar 4,3 Tage. Jetzt gehen wir her und machen uns das Ding hier zu. Dann sind es schon 36,7 Tage. Das steht hier auch schon ein, zwei Nächte. Und wenn wir es jetzt hier hinstellen, sind wir bei 1,3 Jahren. Also wie ihr seht, es macht das Ganze ziemlich, ziemlich effektiv. Hier sind es jetzt nur noch 1,1 Jahre. Das ist interessant. Weiter oben immer noch 1,1. 1,1 und ganz oben auch 1,1. Okay, hier. Ah, nur noch für 106 Tage. Interessant, interessant. Hier 1,3 Jahre. Okay, also es scheint echt so zu sein, dass man 1,2 Jahre. Okay, je nach Lagerplatz ist es mal weniger und mal mehr haltbar. Aber ganz ehrlich, 1,1 Jahre sollte eigentlich jetzt keine Krux sein, die einigermaßen nutzen zu können. Gut. Soweit so gut. Wir haben ja noch was zu essen. Das heißt, wir lassen das hier mal in Ruhe. Hier regnet es immer noch. Also ich habe ja schon ein bisschen für euch hier vorbereitet und auch das Essen mal probiert und hier die ganzen Töpfe gebrannt. Es regnet wirklich in Strömen und das schon seit gefühlt Ewigkeiten. Das macht es nicht gerade schön, aber es ist so. So, wir haben ja noch ein bisschen was hier. Was noch interessant ist, ist, wir haben jetzt einfach mal nur zum Hochrechnen. Wir haben jetzt hier eine Rate in der Sättigung von 1500. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist es so, dass wir diese 1500 mit zwei Mahlzeiten voll kriegen. So, wäre natürlich die letzte. Wir machen uns jetzt noch schnell einen Gemüseeintopf. Dann machen wir uns noch mal schnell einen Gemüseeintopf. Ein Gemüseeintopf. Da Gemüse haben wir oben. Genau, hier. Wir nehmen uns jetzt Dinkel, wir nehmen uns jetzt hier Regrain mit. 3,1, 3,2, 3,3. Und das hier ist jetzt 6 Jahre haltbar, also das ist schon gigantisch. 1, 2. Nee, wir machen nur eine Portion. Wir machen nur eine Portion. Ich möchte nämlich gucken, was eine Portion bringt. Ja, ist es eigentlich nicht. So, Gemüse haben wir noch oben. Zack. Ich würde jetzt eine Pastinake nehmen. Wir sammeln uns das mal alles zusammen. Eine Pastinake. Ach halt, ich brauche zwei von den Dinkeldingern. Zwei von den Dinkeldingern. Die Karotte nehmen wir jetzt mal mit. Dann haben wir zweimal 100 Sättigung. 100 Sättigung. Was bringt der hier? 80 Sättigung. Genau. Wir nehmen jetzt mal wirklich 100 Sättigung. Zweimal 100 Sättigung. Und diese hier haben wir ja nur 60 Sättigung. Muss ich mal gucken, ich hole mir noch so einen Roggen. Ich denke, das ist Roggen. Das ist Dinkel, genau, und das hier ist Roggen. So. Gut. Dann hier wieder zu. Und wir packen dann das da mal rein. Das sind jetzt die hier.
So. Stellt eine Portion Roggenmus her. Ach halt, wir haben ja alles hier mit gestampfter Karotte und Steckrüben. Als wenn wir die Steckrüben nehmen. Genau, Steckrüben. So. Karotte und Steckrüben. Dann packen wir hier mal die 6 Stück rein und zünden den Hobel an. Das machen wir jetzt so. So, jetzt komm. Und dann gucken wir mal, was das hier bringt. Das ist jetzt Roggen. Roggen, glaube ich, ist nochmal. Naja, ist ja egal. Wir können noch mal gucken. Wir sind ja flexibel. Wir haben hier auch noch einen Topf. Das dürfte es eigentlich jetzt relativ flott haben. Wir lassen es mal auf der 0. Genau, es hat es jetzt relativ schnell. Das heißt, wir können die mal wieder rausnehmen. Ja, das hat es eigentlich gleich. Könnte glatt funktionieren. Knapp, aber ja doch. 180, hier sind wir bei fast 600 Grad, die das Feuer hat. Zack, okay. So. Hier, das ist natürlich genial. Hier sind wir bei 300 und 480 sind wir bei 780. So, wenn wir, halt, hier sind wir bei 780. Das wären dann 1560. Das heißt, mit einer Portion können wir uns einmal komplett satt futtern. Die Frage ist jetzt, wenn wir schlafen, ob uns eine Portion am Tag reicht. Dann wäre das hier echt gigantisch, wenn wir gut Getreide einlagern und ähnliches, sollte das eigentlich auch lange reichen. Also essenstechnisch, wenn das unten eingelagert ist in diesen Tontöpfen und ähnlichem, sollte uns das wirklich nach vorne bringen. Die Frage ist jetzt, das wäre jetzt Gemüse und Roggen. Wie sich das Ganze mit Fleisch verhält. Was ich noch machen möchte, ist, ich möchte mit euch mal kurz backen. Wir machen heute so ein bisschen ja, so einen Exkurs, was Essen angeht. Backen geht erst ab einer gewissen Weite im Spiel, will ich jetzt fast sagen. Und zwar brauchen wir dazu diesen Wassereimer. Der hier. Der lässt sich, oder Holzeimer besser gesagt, der lässt sich aber relativ einfach herstellen. Schaut mal. Holz. Halt. Wir haben hier eine Holzkiste. Geschlossen, offen. Ah, es scheint dann noch größere Holzkiste zu geben. Jetzt nehmen wir aber mal den Eimer. Holzeimer. Hier haben wir. Der lässt sich mit Flachs nur herstellen und brettern. Bretter bekommt man natürlich erst, wenn man gewisse Dinge erledigt hat, wie zum Beispiel eine Sägeblatt hergestellt hat. Das heißt, man muss Kupfer schmelzen und einen Schmiedeamboss herstellen. Das ist also mit einem ganzen Riesenaufwand verbunden. Die Flachsschnur kriegt man eigentlich relativ schnell und einfach mit Driftern. Also die Drifter, die haben da relativ wenig Chance am Anfang, wenn man sich ein Schwert herrichtet und kriegt dann, wenn man Glück hat, hier diese Flachsfasern und man kann daraus dann das Garn herstellen. So. Leinensack. Eine Schnur und Leinen. Dann ist es natürlich jetzt viel. Aber okay. Okay, man könnte hier auch dann Steine, Erze, Mineralien und Metalle aufnehmen. Okay. Egal. So, das wäre mal der Exkurs gewesen für den Eimer. So, wir wollen aber Brot backen. So, das heißt, wir gehen mal runter.
Das Brotbacken braucht ja dann hier so eine Handmühle. So, und wenn ihr hier Hand, halt nicht Hand, Handmühle eingibt, dann kriegt ihr verschiedene Dinge angezeigt. Also ihr könnt jetzt eine Handmühle aus Granit herstellen, Andesit, Basalt oder Peridotit. Hergestellt wird es immer gleich mit zwei von diesen Stecken und diesen Granitfelsen. Die Granitfelsen kann man auch erst abbauen mit einer Axt. Genau. Hier sieht man es, die sind mal gleich aufgebaut. So. Dazu muss man schmelzen und das Kupferzeitalter erreichen, also weg vom Stein und hin zum Kupfer. Gut, jetzt aber auf darunter. Wir holen uns ein wenig Mehl. Wir fangen, ich würde sagen, ein Roggenmehl und ein Dinkelmehl. Genau, ein Roggen und ein Dinkel. Und dann gucken wir uns das Ganze mal an. Wie ihr seht, das hier ist echt lange haltbar. Hier im Keller in einer Kiste 6,2 Jahre. Das ist schon eine immense Zeit. So, dann. Halt, hier sind wir zu Hause mit dem Eimer Wasser. Und jetzt zeige ich euch, wie das funktioniert. Geht eigentlich relativ schön und einfach. Wasser, Dinkel und wir haben einen Dinkelteig. Der hier ist frisch für 2 Tage. Das Ganze machen wir jetzt hier auch mit Roggenmehl. 1,6 Jahre ist es hier auf einmal nur noch haltbar. Also wie ihr seht, je nachdem, wo man es lagert. Genau, so. Wir machen uns dann mal das Roggenbrot. Und dann backen wir das Ganze und schauen uns mal an. Also 1 Liter Wasser braucht ihr. Was mich noch interessiert ist, ob man dieses Wasser und dieses Dinkel nicht auch mit der Gießkanne herstellen kann. Aber das probieren wir nachher mal schnell aus. Das würde mich echt interessieren. Das würde nämlich einiges vereinfachen. So, den hier, also das funktioniert. Das funktioniert auch. Da wäre dann interessant. Nee, es funktioniert nicht. Ob man. Nee, funktioniert nicht. Okay. Wäre ja auch etwas komisch gewesen. Man kann mehr. Dinkelteig. So, wenn das hier funktioniert, eigentlich ganz gut. Einmal Wochenbrot herstellen. Es ist kalt. Wir klopfen das jetzt mal rein. Zünden das Ganze an und ich zeige euch das schnell mit den zwei Brotsorten. Und danach stellen wir mal ganz einfach und schnell noch ein bisschen Holz her. Die Axt hier rein und hier mal nach der Habe hauen die hier klein. Plopp. So, das sollte jetzt gleich das Dinkelbrot geben. So, das hier auch rein. So, hier haben wir 17,9 Tage bei 300 Sättigung. Ist eigentlich auch schön. Das ist einer dieser Weizendinger. Und wenn man sich anguckt, man hat hier eigentlich schon 600 nur mit zwei Weizen und kann sich hier mal ebenfalls 300 Sättigung. So, die sind 17,9 Tage, 17,8 Tage haltbar. Also, das kommt noch mal raus hier. Braucht man gerade nicht. So. Und dann bringen wir das hier mal runter. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich packe es hier wieder in dieses Regal, denke ich, oder? Funktioniert das? Können das hier mal hochpacken. In das Regal. Ja, es geht hier ins Regal, dann ist es für 69 Tage frisch. Oder. Also hier geht es nicht hin. Wir packen es jetzt hier mal dazu. Und wie ihr seht, es ist nur für 69 Tage frisch. Das heißt, wenn wir irgendwann mal einen 365-Tage-Server aufsetzen, dann wird es so werden, dass wir diese Dinger immer erst dann fertigen,
wenn wir eine Woche planen. Also das würde heißen, man backt am Sonntag Brot und es hält dann für 69 Tage. Das heißt, man könnte 10 Stück herstellen, einfach mal so pauschal, oder 7 Stück herstellen. Die würden dann die Woche über ganz gut gehen. Also wie ihr seht, es geht auch dann relativ gut. Das nehmen wir aber jetzt mit, weil das werden wir dann essen. So. Und was mich jetzt noch interessieren würde, ist, kann man, also das Brot kann man dann auch hier reinlegen, halt zack und zack. Was mich jetzt noch interessiert, wie lange ist jetzt da haltbar? Für 37 Tage, okay. Mal für die Hälfte. Jo. Wir bauen uns jetzt mal eine Gießkanne. Das wäre nämlich echt cool, wenn das halt falsch, wenn das hier funktionieren würde. Wir bauen uns eine Gießkanne. Kommt mal mit. Das klopfen wir dann da hinten rein. Das machen wir jetzt gleich nochmal schnell an. Gerade, dass es. Komm, verbrennen. Brennt relativ schnell. Eine Gießkanne. So. Wir hauen uns hier mal eine Gießkanne raus. Und ich habe noch was zu berichten, wenn ihr mit Ton arbeitet. Das könnten wir hier jetzt gleich mal ausprobieren. Und zwar so, wie ihr seht. Ich habe jetzt die Lage gemacht. Das müsst ihr jetzt wieder rundum machen. Aber es gibt eben eine Duplizieren. Und das ist echt ein Luxus. Schaut mal, wie schnell das jetzt geht. Zack. 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 Und jetzt kann ich einfach hergehen und hier wieder weiterbauen. So. Dann gehe ich wieder her und gehe auf Ebene duplizieren, denn es geht viel schneller. Und klopft dann hier wieder was raus. Das brauche ich jetzt nicht. Und dann gehe ich wieder her und sage Ebene duplizieren. Zack, 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 zack. Seht ihr das? Also das geht um einiges schneller. Und jetzt geht es leider nicht mehr, denn jetzt ist die Ebene, sind die Ebenen zu sehr unterschiedlich. Das ist leider ein bisschen ein Nachteil. Aber es geht auf jeden Fall schnell bei so Barren Dinger herzustellen oder ähnliches. Das heißt, ich werde es nicht mehr so allzu sehr abkürzen müssen. So, dann kommt hier noch der Deckel drauf. Ja, da könnte man dann nochmal umstellen, komm. So, das wäre es gewesen. So, komm mal her. Wir brennen dich jetzt. Wir packen dich hier hinten rein. Zack. Ist das drin? Ja, ist drin. Wir packen da mal was rein und dann fangen wir hier mal mit. Wir brauchen noch ein bisschen was an Holz. Packen wir dann noch mit rein. Dann läuft es hier eigentlich ganz gut. 1, 2, 3, 4. Das sollte auf jeden Fall reichen. Und dann probieren wir uns noch mal im Brot herstellen. So, komm mal her. Wir nehmen hier noch mal eins mit. Zack, zieh wieder rein, damit du schön brav und lang gut bleibst. So. Wenn das hier jetzt dann fertig ist, ja, es brennt jetzt dann, bei 600 Grad geht's los. Gut, ich habe mir hier auch noch ein paar Fässer hergerichtet. Die werden wir dann mal benutzen, um, Gerbstoffe herzustellen. Ich möchte nämlich mal Leder machen, denn wie man hier sieht, gibt es einen Leder-Backpack. Und das Ding hat 6 Plätze. Wir könnten aber auch den Leder-Rucksack herstellen. Da brauche ich nur ein Pelz oder ein
Ach, einen Pelz brauche ich dazu. Pelz habe ich natürlich keinen. Ich habe nur Leder. Oder ist das... Naja, egal. Jetzt gucken wir mal. Wer hat es gleich? Habe ich Leder oder habe ich Pelz? Was? Falsch. Oh, Fell. Ich habe einen Fell, kein Pelz. Oder ist ein... Genau. Da ist ein Unterschied. So. Jetzt haben wir das hier fertig. Jetzt nehmen wir das mal. Gucken wir mal, ob das geht. Ne, es geht nicht, dachte ich mir. Aber wir holen jetzt mal schnell Wasser. Ah, ja genau. Ich muss jetzt hier raus und wahrscheinlich habe ich hier Drifte irgendwo um die Ecke. Ich habe mir hier ja... Zack. Habe ich jetzt da was drin? Ist da was drin? Voll. 100% voll. Okay. 100% voll. Man weiß also nicht, wie viel. Aber wir probieren jetzt Folgendes, ob das geht. Hier haben wir dieses Wasserkeramik. Nee, das geht leider nicht. Okay. Das geht leider nicht. Also das Ding scheint wirklich nur zum Gießen da zu sein. Das heißt, man kann ziemlich früh dann auch mit der Feldarbeit anfangen. Und wahrscheinlich ist er auch relativ schnell leer. Das probieren wir jetzt dann einfach auch mal aus. Nichtsdestotrotz würde ich dann fast dieses Dinkelbrot hier noch fertig machen. Genau. Komm, du Dinkelbrot. Du kannst jetzt halt. Ja, mach ich dann hier. So. Alles hier zu. Ah ja, okay. Das war jetzt ein bisschen was. 97% voll. Okay. Also die stellen wir jetzt einfach mal hier ins Fenster. Ich würde sagen, zack. Das sieht doch ganz schnieke aus. Das wäre zum Beispiel jetzt noch eine Idee, um ganz gemütlich. Wir essen. Wer essen wir? Ja, wir essen. Ganz gemütlich Feldarbeit zu betreiben. Wie ihr seht, das ist gigantisch, was da jetzt rauskommt mit zweimal Gemüse, zweimal Roggen oder Weizen, also irgendeine Getreideart. Das ist schon genial. Und auch, dass das Brot hier fertig ist, gefällt mir gut. Dann klatschen wir das hier rüber. Den tun wir hier wieder hin. Was ich mit dem Planter noch nicht, also wir haben ja, essen wir das mal. Ah, halt, nee, jetzt will ich nichts tun. Zack, so, jetzt sind wir wieder voll. Wir haben ja hier noch den Planter. Was mit dem alles machbar ist, weiß ich leider noch nicht. Das könnte man sich aber dann auch mal angucken, weil man kann hier eigentlich überhaupt nichts machen. Ach, wir könnten mal kurz gucken. Ha, es war der Plan. Halt, ich schreibe nicht. Planter. Hier haben wir es. Erstellt durch Raw Planter. Ah ja, okay. Tonformen. Ja. Okay. Ja, Planter. Aber was es da ist, weiß man nicht. Okay. Ah. Was habe ich denn jetzt gemacht, dass ich hier öffnen mit rechter Maustaste? Aha, okay. So. Ach, genau. Ich wollte eigentlich einfach mal nur kurz das hier in die Hand nehmen. Den packen wir wieder hier rüber. Ah, und ich habe Folgendes festgestellt. Das war jetzt nicht so gut. Wir machen hier mal zack, zack, zwei. Und zwar nachts spawnen hier irgendwo. Ich weiß nicht genau, aber ab und zu spawnen hier die Drifter. Vielleicht auch hier unten. Das weiß ich nicht genau. Aber das beheben wir jetzt gleich mal. Zack. Sehr gut. So. Genau. Was ich machen wollte, ist Folgendes. Ich möchte den Raw Planter. Das sind die Cooking Pots. So. Raw Planter, also ich weiß noch nicht, für was es da ist. Ich weiß es wirklich noch nicht. Ich meine,
12 Plätze Konservierung von Getreide und Gemüse. Was wäre noch interessant? Behälter, gut für die Konservierung von Getreide und Gemüse. Ah, ein Storage Vessel, also ein Fass. Ein Fass. Das könnten wir auch noch ausprobieren. Das heißt, wir holen uns noch ein bisschen Ton und probieren das Fass noch aus. Was dann passiert, können wir uns dann ebenfalls angucken. Ich würde das einfach mal hier tauschen. Genau. Und wir machen uns noch kurz ein Fass. Das hier ist noch warm. Yep. Das hier ist noch warm. So, halt. Ach, komm, zack. Es ist noch ist es warm. Okay. Wir machen jetzt mal hier das Fessel. Ein Fässchen. So, halt. Zack, 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 zack. Komm. Ein bisschen Flotti, Flotti, Karotti. Zack. Ah, ich bin der größte Töpfer überhaupt. Oh. So. Stopp. Ich wollte eigentlich das hier machen. So. Die Drifter, die sollen mal da bleiben, wo der Pfeffer wächst. Zack. So. Ah, das geht um einiges schneller, seht ihr? Es geht viel schneller. Okay. Dann packen wir das noch rein und dann möchte ich mal gucken, wie sich das Ganze verhält. Oh, wird ja richtig groß. Also man braucht viel Ton, so wie sich das jetzt hier darstellt. Jupp. Ah, okay. Ist nicht gut. So. F1. So. Das machen wir jetzt noch fertig und dann brennen wir das noch. Das geht eigentlich relativ flott. Die machen aber auch eine Gaudi im Hintergrund. Okay, hier kann man auf jeden Fall mal keine. Oder wenige Dinger kopieren. Ah ja, aber hier kann man auf jeden Fall mal das Große nehmen, denn da lässt sich einiges machen. Relativ flott, ja. Es geht eigentlich schon schnell. So. Dann klopfen wir das hier mal halt aufnehmen. Brauchen es gar nicht klopfen. Können das den Planter hier einfach mal wegnehmen. Halt diesen Kochtopf, den Planter. So, dann packen wir ihn das da rein. Zack. Legen hier noch. Er ist natürlich jetzt kalt, aber es macht nichts. Wir zünden es einfach wieder an. Wir haben ja eine Fackel hier. Ah, zack. Sehr schön. Okay. Dann bringe ich den Ton noch schnell weg. Wie ihr das gleich sehen werdet, hier sind irgendwie Drifter schon um die Wege. Hallo Drifter? Nee, doch nicht. Okay. Falsch hier. Gut. Das soll es hier eigentlich gleich haben. Allzu lange wird es nicht brauchen. Und dann probieren wir mal, was passiert, wenn wir. Wie weit ist denn mein Gemüse? Ist es fertig? Jawohl. Ist fast. Ach Gott. 8 von 9. Ist auch noch nicht fertig.
Hier sind schon welche fertig, aber die werden wir dann alle miteinander abholzen. Wie sieht es hier aus? Weniger als einen Tag. Ach, hier sind schon die ersten fertig. Das heißt, wir können die dann auch mal futtern. So, wie weit bist du? Ja, zur Hälfte fertig. Storage Fessel. A Storage Fessel. Wir gucken mal. Ja, das dürfte es gewesen sein. Können wir das wieder hier rüber packen? Das war's. So. Für 12 hat es Platz. Für 12. Jetzt gucken wir mal. Das können wir doch eigentlich. Ich habe hier. Ja. Ich probiere es jetzt einfach mal hier aus. Wir stellen das hier hin. Okay. So. Hier ist es 3 Jahre. Warum ist es jetzt nur noch 3 Jahre frisch? Wir waren doch mal bei 6 Jahren. Okay, wir nehmen mal hier die Hälfte raus. Und packen das hier rein. Jetzt ist es wieder für 6 Jahre frisch. Hat es vielleicht hier Auswirkungen, ob hier die Tür offen ist? Nee, oder? Nee, 3 Jahre. Wir waren doch noch vorhin bei 6 Jahren. Okay. 3,2, 3,2. Da müsste man mal gucken. Jetzt pass mal auf. Ah ja, Gemüse und Gemüse hält da auch drin. Es sind jetzt 68 Tage. Wenn wir sie hier reinpacken. 105 Tage. Ah ja, okay. Also sind Kisten eigentlich eher dafür gedacht. Wir sind es natürlich ein bisschen mehr, sind 16 Plätze. Ja. Okay. Wir wissen jetzt Bescheid. Das heißt, das hier ist gut für Gemüse und für Roggen. Jetzt probieren wir mal, was passiert mit 1,3 Jahren in diesen 1,3 Jahren. Okay, das ändert nichts. Die Frage ist, was passiert, wenn ich dich hier hinstelle? 1,3 Jahre. Okay, gut. Sei es drum. Das heißt, man könnte mit Ton relativ schnell viel Lebensmittel einlagern. So, dann würde ich jetzt aber sagen, wir hauen den Deckel für heute drauf. Es ist nämlich schon 2.30 Uhr in der Früh. Ich habe wieder viel zu lange gelabert. Ich wünsche euch was. Ich bin raus. Ich freue mich auf das nächste Mal. Euer Bitfuchs.